Was hat er für ein Problem mit Meerjungfrauen? Die gibt's doch gar nicht in echt. Entschuldige bitte? Und ob es Meerjungfrauen gibt? Das weiß ich, weil ich nämlich jeden Film und jedes Buch über Meerjungfrauen kenne. Und außerdem habe ich das. Wow! Dieses wunderschöne Tattoo hält ganze 5 Tage. Schön für dich. Die gibt's trotzdem nicht. Oder, Leute? Oh. Erzähl uns alles, was du weißt. Also gut. Ich habe alles versucht, eine Meerjungfrau-Königin zu werden. Ich schlafe auf einem Wasserbett. Esse nur noch Shrimps und hab schon Fische geküsst und auf einen umgekehrten Froschkönig-Effekt gehofft. Vergiss es! Ich hab das Pferd auf dem Bauernhof meiner Oma ungefähr 50 Mal geküsst und bin kein Zentaur geworden. Vielleicht sollte ich mal eine andere Stelle küssen. Ich fürchte, man muss als Meerjungfrau geboren werden. Naja, da wäre ich mir nicht so sicher. Was ist mit dem Projekt Blaue Flosse? Ihr wisst schon, das Video, das viral gegangen ist und die Existenz von Meerjungfrauen beweist. Vor langer Zeit hat die Armee ihre Kadetten mit biotechnisch veränderten Fischstäbchen gefüttert. Damit haben sie sich in unglaubliche Meersoldaten verwandelt. Sie konnten sich ganz fantastisch im Wasser bewegen. Nur an Land wurde es dann etwas schwierig. Also wurde das Programm von der Regierung wieder beendet und begraben. Wow, ist das Chef? Es ist wahr. Ich war ein Meersoldat. Aber ich schwöre, dass es nicht noch mehr gibt, das ich von meiner geheimen Armeekarriere verschweige. Und du hast vergessen zu erwähnen, dass dieses Video auch beweist, dass unser Chef einer dieser Meersoldaten war? Wollte nicht zu viel verraten. Hier steht, dass es noch 2 dieser Packungen mit Fischstäbchen geben soll, die nur darauf warten, jemanden in eine Meerperson zu verwandeln. Aber wie soll ich diese Fischstäbchenpackungen finden? Sie könnten überall sein. Oh, riechst du das? Jemand schmeißt eine Grillparty. In Frankreich. Bingo. Hey, Owen, könntest du diese magischen Fischstäbchen erschnüffeln? Dann werde ich die mächtigste Meerjungfrauenkönigin aller Zeiten. Selbstverständlich bade ich dann in Juwelen. Und mit meiner Wasserarmee drehe ich alle Wasserhähne auf, flute den Planeten und verwandle ihn in eine Unterwasserwelt. Und als mein vertrauenswürdiger Verbündeter wirst du General sein und alle Vorteile meiner... Hör auf! Du hattest mich schon bei Fischstäbchen. Ich kann nicht fassen, dass die Antwort auf all meine Meerjungfrauenträume die ganze Zeit im Kühlschrank der Kita lag. Nicht zu fassen. Das war einfacher als gedacht. Hier in der Anleitung steht, dass es super wichtig ist, höchstens eine halbe Packung zu essen. Jedes Stück mehr könnte... Fischig. Owen! Bin ich aufgebläht. Na dann, wollen wir mal. Es hat geklappt. Eine Muscheltiara. Perlenohrringe. Damit bin ich ja voll ausgerüstet. Oh Mann, was hast du nur getan, LeShawna? Du meinst wohl Königin LeShawna, majestätische Herrscherin der 7 Weltmeere. Und ist das auch? Yep, das riecht ganz nach Owen. Habt ihr alle Armeefischstäbchen gegessen? Ich hab's zumindest versucht. Oh, ich hätte die nie behalten dürfen. Was ist denn dein Problem? Eine Meerjungfrau zu sein ist unglaublich. Nein, ist es nicht. Erstens riechen deine Flossen immer nach Fisch. Besser als meine Füße vorher gerochen haben. Und diese Schuppen jucken wirklich fürchterlich. Ist es trotzdem wert? Du verstehst es nicht. Je länger du eine bleibst, desto schwieriger wird es, die Auswirkungen umzukehren. Guck dir das an. Also die Kiemen sehen echt ekelhaft aus. An dir, aber an mir sehen sie toll aus. Und überhaupt, ich verwandle mich nie wieder zurück in einen langweiligen Menschen, den niemand verehrt. Also geh zur Seite, Zweibeiner. Rausstürmen wird wesentlich cooler aussehen, wenn ich erst im Ozean bin.